Mit Hilfe dieses Beratungsbogens kann die Sparkasse die finanzielle Zukunft jedes Kunden planen. Zukunft? Kann ich auch so. Jungfrau, Finanzen. Lassen Sie die Finger von allem, was mit Geld zu tun hat. Ihnen fehlt es an Wissen und Weitsicht. Und Liebe? Zukunft mit Plan statt 0815. Das Sparkassen-Finanzkonzept. Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen live im OFC-Fanradio. Das Ganze aus Leverkusen, dem Ulrich-Haberland-Stadion. In der Tat, dem Ulrich-Haberland-Stadion. Direkt im Schatten der Bay-Arena, die sich vor uns groß aufgebaut hat. Der OFC gastiert bei den Fanfreunden vom Bayer, um es in der Fachsprache zu sagen. Der Bayer, ich gehe zum Bayer, so spricht man hier in Leverkusen schon seit über 25 Jahren mit dem Anhang der Offenbacher Kickers in Fanfreundschaft verbrüdert. Und heute kommt es erneut zu einem Testspiel. Ein Testspiel, was wir hier an gleicher Stelle schon des Öfteren gesehen haben. Der Bayer, er wird gleich anstoßen. Und die Offenbacher werden wir euch gleich noch einmal vorstellen. Ja, denn der Kollege Tobi Bach, der sitzt neben mir, da sage ich Hallo und herzlich willkommen und du hast die Aufstellung. Jetzt geht's los, Gott mit uns und Tobi, die Aufstellung bitte. Hi, hi Lars, hi an alle Kickers-Fans von mir. Ich gebe nochmal die Aufstellung durch, also im Tor spielt Daniel Endres bei uns. Jasula ist noch dabei, Modica, Kevin Wittke, Benjamin Pintol, Fabian Becker, Theo, Marcel Wilke, Mohamed Tahiri, Sascha Korb und Barış Yakut. Genau. Und wir sind mit voller Montur da, also wieder gleich Kader quasi wie gegen Gladbach, sind eigentlich alle dabei. Mhm. Marcel Wilke, der muss jetzt erst einmal ganz zurückspielen auf Daniel Endres, den Stammtorhüter der Offenbacher Kickers. Das ist Modica, der Herr der Lüfte, rüber auf Marcel Wilke gespielt. Und ja, den Bayer, den hast du auch für unsere Freunde. Genau. Wer wird denn da auf dem Feld stehen? Aufstellung von Leverkusen vorlesen. Im Tor spielt Oliver Schnitzler, Khaled Naray, Mirko Kasper, Aziz Bouadous, Luca Dürholz, Sebastian Hirsch, Paul Voss, Lead Pakarada, Nico Perey, Daniel Jammern und Hamadi Al-Gadioudi. Ja. Leverkusen hat auch nur 3 Feldspieler auf der Ersatzbank und noch den Ersatztorwart Thomas Spobel, also einen ziemlich dünnen Kader. Jetzt erst einmal der OFC im Vorwärtsgang. Benjamin Pintol hat da früh draufgepresst, den Ball erobert. Dann kommt die Kugel in die Mitte. Aber zunächst einmal kann die Werkself hier die Situation klären. Aber die Offenbacher zeigen schon an, dass sie hier frech mitspielen wollen. Tobi, der Bayer ist auch nicht ganz so gut in die Saison gekommen. Du hast ein paar Informationen eingeholt. Genau, Leverkusen ist nur 13. in der Regionalliga West. Zum Vergleich, Gladbach, gegen die wir vor einer Woche gespielt haben, sind 7 Punkte weiter vorne. Ja, Leverkusen hat jetzt in der Winterpause ein paar Abgänge gehabt, Leverkusen 2. Und ist jetzt auch dementsprechend heute nur mit ziemlich dünnem Kader da, weil auf der ersten Mannschaft niemand dabei ist heute. So, Wittke hat den Ball hinten, Kickers bauen langsam auf über Modica und Wittke, der sich zwischen die Innenverteidiger hat fallen lassen. Hoher, langer Ball auf rechts außen. Wittke hat sich ein bisschen frisurtechnisch verändert, muss man zweimal hinschauen, aber jetzt ist er hier im Zweikampf. Bei Jasula ist alles gleich geblieben, er spielt immer noch mit der Maske und hat jetzt auch gerade im Mittelkreis gefoult. Obwohl er ja die Maske eigentlich schon länger nicht mehr bräuchte. Ja. Aber wenn es denn einen Lauf auslöst, und es scheint ja einen Lauf auslöst. Wenn wir die Pflichtspiele weiterhin gewinnen und die Testspiele, Gladbach kann man ja vergessen. Ja, jetzt der Bayer hinten raus, auf Höhe der Mittellinie kommend. Ja. Das Schöne ist bei der neuen Technik, dass wir nicht mehr ganz so sehr im Radiomodus kommentieren müssen. Der Nachteil im Moment noch, da müssen wir noch ein bisschen basteln, dass die vielen zusätzlichen Tools wie Chat, Aufstellung in taktischer Formation, Spielzeituhr, was wir alles so haben, Countdown, das alles im Moment noch nicht da ist. Aber jetzt Yakut, der Youngster, alleine durch, in die Mitte reingeschlagen. Und dann ist aber doch hier die Innenverteidigung. In dem Fall war es Mirko Kasper, der Rheinländer,
So, Theo hat die erste Ecke für die Kickers rausgeholt. Da haben wir über links ein bisschen Druck gemacht. Zwei Flankenversuche und der zweite führt dann zur ersten Ecke für die Kickers. Ja. Und Pintol geht raus zur Ecke und wird die Ecke ausführen. Und dort hinten, hinterm Bayer-Tor sozusagen, da steht auch die Fanfreundschaft-Gruppierung. Jetzt Pintol beim Eckball, der schaut erstmal, wo könnte ich hinspielen. Dann kommt er ja eigentlich auf den ersten Pfosten, am Fünfer jedoch erst einmal geklärt. Zweiter Versuch, Pintol erneut, muss sich erst drehen, um auf den starken Fuß zu legen. Jetzt muss er doch mit links reinschlagen. Jasula, ja, das war so eine erste halbe Chance für den OFC, der bis jetzt, Tobi, ganz gut im Spiel ist. Genau, das sieht ganz gut aus. Hauptsächlich spielen wir uns über links durch. Pintol war eben wieder nach der Ecke, die abgewehrt wurde, wieder über links durch. Hatte zurückgelegt auf Jasula, der dann aber mit seinem linken Fuß ein bisschen verzogen hat, rechts am Tor vorbei. Leverkusen baut hinten auf. Kickers setzen sie ziemlich unter Druck. Und Leverkusen muss wieder zum Torwart zurückspielen. Ja, die Rahmenbedingungen sind eigentlich ganz hervorragend. Es ist zwar hier auf unserem Hochstand ein bisschen windig, aber wir wollen uns nicht beklagen. Ganz im Gegenteil, eigentlich eine sehr gute Kameraperspektive und sehr, sehr, sehr starkes Internet, wie wir es bislang noch nie gesehen haben. Für die Techniker unter unseren Freunden. Upload 45.000, ihr habt richtig gehört, 45 Mbit Upload. Das als kleine Randnotiz für die Techniker unter den OFC und Bayer-Freunden. Jammern war das, aber schön dazwischen gegangen, den toll. Jetzt gibt es hier direkt unter uns den Einwurf. Tobi, sieht's besser? Ja, mit der Nummer 11 wirft Sebastian Hirsch für Leverkusen ein. Ist noch ein anderer Ball reingeflogen und die Leverkusen wirft erstmal nach hinten und baut wieder über die Innenverteidiger auf, verlagert das Spiel auf die linke Seite von Leverkusen aus. Ja, Tobi, du hast ja da nähere Informationen. So ganz groß auf die zweite Mannschaft wird beim Bayern nicht gesetzt. Verständlich einerseits. Andererseits, ja, die Jugend ist im Fokus bei Leverkusen anscheinend. Da sind ein paar Abgänge im Winter zu verzeichnen gewesen, die jetzt nicht durch Neuzugänge kompensiert wurden. Leverkusen hat jetzt einen Freistoß aus dem Halbfeld. Das müssen wir kurz mal aufpassen. Wird reingebracht. Jasula war dran, aber einfacher Ball für Daniel. Dankbare Aufgabe, ja. Genau. Ja, Leverkusen hatte vor der Saison auch nur einen richtigen Neuzugang zu verzeichnen, Aziz Bouadous, der Stürmer, der ist in unserer Region auch bekannt, war beim FSV in der Jugend, hat bei Wehen gespielt und ist auch der Topscorer von Leverkusen da diesjährigen in der letztjährigen Hinrunde gewesen. Hat 9-mal getroffen, 4 Tore vorbereitet, also schon ziemlich erfolgreich gewesen. Ja. Leverkusen hat jetzt wieder Abstoß, Kickers machen einen aggressiven Eindruck, vor allem Jasula ist sehr präsent im Mittelfeld. Gewinnt die meisten Zweikämpfe da. Leverkusen. Das Spiel hat meistens bisher in der Hälfte von Leverkusen bisher stattgefunden. Auch wenn wir jetzt erst 8 Minuten gespielt haben, kann man schon festhalten, der OFC ist nicht nur gut im Spiel, er ist auch besser im Spiel, hat mehr vom Spiel. Auch wenn die ganz große Chance noch nicht gegeben hat. Und ja, es ist, denke ich, einfach ein willkommener, guter Test bei idealen Rahmenbedingungen, das kann man gar nicht anders sagen. Wie ist das, Tobi, mit dem Bayern-Nachwuchs, was ja die Verstärkung in Anführungszeichen aus dem Erstligateam angeht? Da ist heute zumindest nichts zu verzeichnen. Der Trainer Ralf Minge hofft aber, dass dann in der Rückrunde noch mehr dazukommt. Ist eigentlich auch notwendig, weil wenn man auf die Aufstellung schaut, haben wir nur den früheren Zweitligatorwart Thomas Spobel da auf der Bank und noch drei Feldspieler. Mehr ist da nicht vorhanden heute. Ja gut, die ergänzen wahrscheinlich weniger von oben nach unten als mehr von unten nach oben. Ne? Ja, genau. Dass sie die Jugend spielen lassen, weil das ist ja hier die Priorität. Ist aber auch heute nicht so viel da. Das ist eigentlich mal hauptsächlich der Stammkader, der bisher in der Hinrunde gespielt hat in der Regionalliga West.
So, Leverkusen hat Freistoß in der eigenen Hälfte. Wird erstmal zurückgepasst auf die Innenverteidigung. Es könnte sein, dass man leichte Windgeräusche noch hört hier oben. Es ist doch sehr, sehr zugig. Und man sieht es auch an den Flaggen von Bayer 04. Die stehen fest im Wind. Aber bis jetzt scheint das alles hier eine sehr ordentliche Geschichte zu werden. Der Bayer lässt langsam angehen. Ja, ganz ruhig bauen sie immer wieder auf. Das Spiel hangelt sich eigentlich in den letzten Minuten von Freistoß zu Freistoß. Jetzt einmal ein langer Ball von Leverkusen. Aber Korb kann mit dem Kopf klären. Leider auf Buadus von Leverkusen, der nach links außen spielt. Aber Marcel Wilke läuft den Ball sicher ab und Abstoß für die Kickers. Vielleicht kann er sogar ein bisschen näher rangehen. Ja, aber dann nicht mehr, okay. Nicht mehr rudern. Ja. So, okay. Kurz aufgeführt auf Jasula, der das Spiel erstmal nach links verlagert auf Modica. Auffällig ist, dass die Innenverteidiger heute auch schön weit nach außen gehen, damit einer der beiden Sechser sich immer fallen lässt. Langer Ball auf Becker, der aber nicht an den Ball kommt. Und Leverkusen hat in der eigenen Hälfte nahe der Eckfahne Einwurf. Ja, Mangafitsch und Christian Zapek sind ja beide ein bisschen angeschlagen. Hast du sie schon erspäht? Nee, ich habe sie noch nicht gesehen. Sie vielleicht doch irgendwie dabei sind, also auf dem Zettel hier sind sie nicht. Mangafitsch hat ja eine Knieprellung. Ja. Und Zapek eine Sehnenreizung im Sprunggelenk. Wünschen wir den beiden an dieser Stelle gute Besserung, genau. So sie uns zugeschaltet sind. Jungs, kommt bald ganz, ganz schnell hier ins Team zurück. So, die Kickers haben wieder den Ball. Ballbesitz ist hauptsächlich auf unserer Seite. Leverkusen, wenn sie mal nach vorne spielen, geht es ganz schnell, dass die Kickers wieder den Ball haben. Und die Kickers bauen jetzt hinten über Modica auf. Pintor lässt sich fallen, holt den Ball ab. Und schon wieder ein langer, hoher Ball nach außen, der aber zu weit ist und ins Aus geht. Leverkusen hat. Aber er geht direkt in die Fanfreundschaftsecke. Da stehen sie dicht gedrängt, Seite an Seite, zum Teil Arm in Arm, in herrlichem Sonnenschein. So muss es sein. Ja. Leverkusen hat wieder Abschlag. Oliver Schnitzler schlägt den Ball ab, der in der Hinrunde jetzt hauptsächlich A-Jugendtorwart war und nur ein Spiel in der Regionalliga absolviert hat. So. Leverkusen hat den Ball im Mittelfeld gesichert und spielt den Ball wieder zurück auf den Torwart Schnitzler. Und baut jetzt wieder auf. Die Kickers ist erkennbar, gehen allgemein früh drauf, pressen früh. Theo, sehr gut gemacht. Der, ein Kopf kleiner, aber hat den Kopfball für sich entschieden. Und die Kickers sichern den Ball. Eckes, ja, der darf auch mit ins Geschehen eingreifen. Das macht er auch. Das macht er auch besonders gerne. Insbesondere auch bei den Hallenturnieren hat er das sehr gerne gemacht. Aber ich glaube, er weiß schon, dass er jetzt wieder auf dem Grün steht und zumindest keine Torschüsse bisher muss er nur einen leichten Ballfang nach dem Freistoß von Leverkusen. Mehr hat er bisher noch nicht zu tun gehabt. So, die Kickers bauen langsam auf, versuchen es diesmal flach, aber der Ball. Der Pass kommt zu lang und Leverkusen ist wieder im Ballbesitz. Ja, aber der OFC schon wieder dazwischen. Das heißt, sie stehen einfach sehr, sehr gut, nehmen das Spiel doch sehr ernst. Und ich hatte, ja, wann war es? Am Donnerstag die Gelegenheit, war ich mit Rico zusammen essen und da hat er nochmal sehr deutlich gemacht, das hat ihm nicht gefallen in Gladbach beim Testspiel. Auch da ist er sehr, sehr ehrgeizig. Man könnte ja dann das auch so ein bisschen abtun und sagen, naja, ein Test, Hauptsache sie haben sich ein bisschen bewegt, sind ein bisschen reingekommen nach der Halle und so. Nein, nein, das hat ihn schon gewurmt. Und ja, er hat sich sehr, sehr viel vorgenommen, setzt fest voraus, dass die Rückrunde deutlich besser wird. Man will deutlich mehr Punkte holen und er hat es auch sogar klar und deutlich formuliert. Ein einstelliger Tabellenplatz, das wäre eine tolle Geschichte angesichts dieser, na, ich sag's mal, durchwachsenen Vorrunde. So, die Kickers bauen wieder langsam auf. Auffällig ist bisher im Spiel,
dass wenn es mal nach vorne geht, die Bälle meistens schnell verloren werden. Bei den Kickers sieht das besser aus als bei Leverkusen. Jetzt sind sie durch die Mitte. Kevin Wittke allein vorm Tor, aber gehalten von Schnitzler. Das war eine hundertprozentige. Ja, das war die allergrößte Möglichkeit bis jetzt im Spiel. Sehr schön nach vorne gespielt, durch die Mitte einfach durch. Da war zu viel Platz bei Leverkusen. Und haben die Kickers mit zwei, drei schönen Doppelpässen hintereinander sich schön durchgespielt. Der Torwart ist aber auch schnell rausgekommen und hat den Ball gut abgewehrt. Kicker sind aber noch am Drücker nach vorne. Pintol steckt auf Becker durch, der will verlagern, aber der Ball wird abgefangen. Ja. So richtig spielerisch fällt den Jungs von Bayern noch nicht ein. Der OFC, muss man sagen, war von Anfang an etwas präsenter hier und würde ich sagen, hat das jetzt richtig gut im Griff und hatte auch anderthalb Chancen, oder? Ja, kann man so sagen. Also der von Wittke, wenn er ein bisschen schneller noch an den Ball rankommt, noch ein bisschen schneller abschließt, dann ist das eigentlich, da ist der Ball drin. Das war eigentlich schon hundertprozentig, wo man auch sagen muss, dass der Torwart von Leverkusen sehr gut schnell rausgerückt ist aus dem Tor. Das war mal eine gute Idee jetzt von Sascha Korb, das Ding sozusagen durch die Gasse zu spielen, aber nicht ganz von Erfolg gekrönt. Und Eckes, damit es ihm nicht kalt wird, ja, wird immer wieder ins Spiel gebracht von unseren Feldspielern und die Kickers sind wieder im Aufbau. Der Ballbesitz mehrt sich immer mehr den Kickers anteilen, aber ein Pass von Jasula in die Spitze ist nicht angekommen. Leverkusen baut wieder auf. Ja, wollen wir mal schauen, ob das jetzt ein gefährlicher Angriff wird. Zunächst einmal in die Mitte gespielt, aber das ist das, was ich sage, sehr, sehr schön. Sofort drauf, das war Wittke, glaube ich, der da zerstört hat. Genau. Und Pintol, der kann jetzt umschalten, das versucht er auch. Nochmal auf Wittke gespielt. Kommt die Kugel zunächst nochmal zurück, Sascha Korb. Sucht dort erneut Pintol. Buadus für Leverkusen. Legt sich aber den Ball zu weit vor und Modica erobert den Ball. Kickt es wieder im Angriff. Wittke am Ball. Der Herr der Lüfte. Er kann es auch mit dem Fuß. Und jetzt der OFC mit Jakut unterwegs. Ja, da will er einen Foul gesehen haben, aber da muss man nicht pfeifen. Das geht schon in Ordnung. Da muss er einfach weiterspielen. So, Leverkusen spielt mit der Stammoffensive mit Buadus. Hamadi Al-Gadoui und Khaled Naray, die Topscorer jeweils sind. Die drei haben die meisten Tore geschossen, aber konnten bisher überhaupt noch nicht in Szene gesetzt werden, weil Leverkusen immer nur langsam aufbaut mit den Innenverteidigern und im Mittelfeld meistens den Ball schon verliert. Wenn Jasula meistens... Oh! Schlechter Rückpass von Jasula. Da wäre fast Hamoudi drangekommen. Da war es fast mal gefährlich geworden für Leverkusen. Aber ansonsten haben die Kickers das Spiel bisher sehr gut im Griff. Spielen jetzt ein bisschen konfus da hinten rum mit hohen Bällen. Da wäre es fast gefährlich geworden. Aber jetzt Theo über links. Jasula und Pintol. So, Wittke, der sich nach vorne gegangen ist, über rechts. Im Zweikampf mit Khaled Naray und Mirko Kasper, der Kapitän von Leverkusen. Aber dann Nachlässigkeit, Ball erobert. Jakut mit dem Schuss, aber das war nichts. Rechts am Tor flach vorbei, keine Gefahr für Leverkusen. Ja, knapp 20 Minuten gespielt. Das Spiel ist ja 10 Minuten später angepfiffen worden. Und da hinter uns tut sich auch was. Tobi, was hast du da entdeckt? Rico hat unsere ganze Bank einmal zum Warmmachen geschickt. Wir sind hier einmal ums Haberland und den Platz rumgelaufen, ums Haberlandstadion und sind jetzt auf der Trainingsanlage vom Leverkusen und machen da wahrscheinlich sich ein bisschen warm, weil es doch sehr windig ist. Ja, währenddessen die Offenbacher hier schon wieder gut gestanden und sind und auch zerstört haben. Theo, der Mann, der in Chemnitz nicht nur im Tor stand, sondern als Torhüter 3 Tore geschossen hat. Also aus dem Kuriositäten-Kabinett. Eine kleine Geschichte. Ein wunderbarer Pass von Pintol. Herrlich gemacht. Ja, gut. Verarbeitet, auf außen gespielt, aber Naray ist wieder dazwischen, bevor Jakut an den Ball kommen kann. Ja, das war mal ein gefährlicher, hoher, langer Ball. Ansonsten sind die bisher noch nicht so vielversprechend gewesen. Aber blitzgescheit gemacht von Pintol. Und guck hier, Theo,
da hinten brennt nichts an bei ihm. Genau. Kickers haben das Spiel weiterhin sehr schön im Griff. Ballbesitz ganz klar auf Seiten der Kickers. Leverkusen verliert ziemlich schnell die Bälle, wenn sie nach vorne spielen. Das sieht gut aus bisher. So, Aufbau wieder über Wilke. Lassen sie es wieder ruhig angehen, die Kickers. Wilke, Modica, Wittke bilden Dreieck und leiten langsam den Aufbau ein. Jakob lässt sich fallen, wird aber nicht angespielt und der Ball ist wieder bei Wilke. Ja, jetzt schaltet er sich auch mal ins Offensivgeschehen ein. Ja, rechte Verbindung. Das ist Sascha Korb. Einwurf für Leverkusen. Der linksoffensive Narei von Leverkusen hat bisher nur in der Defensive zu tun. Jakob beschäftigt ihn da schön. Und jetzt wird sogar der Torwart von Leverkusen mit ins Spielgeschehen einbezogen, weil die Kicker sehr offensiv pressen. Hintol läuft da an. Und schon ist der Ball wieder im Außen. Die Kickers haben Einwurf, sehr schön unter Druck gesetzt von den Kickers. Das sieht bisher gut aus. Einwurf Theo. Ja, auch heute könnt ihr wieder aktiv mitgestalten. Ihr könnt schreiben an fanradio@ofc.de. Da werden wir eure Grüße mit über den Sender geben. Ist vielleicht gerade auch bei einem solchen Testspiel eine willkommene Abwechslung. Jetzt erstmal der Bayer. Oh, da gibt es einen. Korb hingefallen, einfach ohne Einfluss des Gegenspielers. Geht direkt vom Feld. Narei nimmt den Ball auf und es gibt Freistoß aus 17 Metern links am 16er. Sascha Korb ist direkt vom Feld gegangen, wird auch schon behandelt, ist schon draußen. Dann einfach den Ball gestoppt und hat sich wohl vertreten. Setzt sich schon auf die Ersatzbank. Das sieht nicht so gut aus. Nee, das wäre natürlich ein Ding, wenn das ein erneuter Rückschlag für den jungen Sympathieträger gäbe. Völlig aber ohne Einfluss nicht eines Gegenspielers. Ja, ja. Ein Vater sich da einfach vertreten. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Jetzt der OFC in Unterzahl. Freistoß OFC. Bayer, genau. Ja. Alle Kickers Mann im eigenen 16er. Das wäre natürlich ein Ding. Hat man das Ding so dominiert, wenn man da jetzt einen bekäme. Das kann ja eigentlich für den Bayern nur über den Standard gehen. Denn spielerisch war das. Aber der Ball geht in die Mauer und sehr, sehr wenig für Leverkusen. Korb sitzt weiterhin auf der Ersatzbank und wird behandelt. Aber dann sage ich es nochmal, gerade um der Fanfreundschaft willen, ja, würden wir uns natürlich freuen, wenn es Grüße gäbe an fanradio@ofc.de. Dann werden wir die hier mit über den Sender geben. Jetzt der Bayer mit dem Eckstoß. Ich glaube, es ist der erste Eckstoß. Genau, erste Ecke für Leverkusen. Müssen die Kickers ein bisschen aufpassen. Unterzahl, Ball wird hochgespielt auf den 16er. Volley abgenommen, aber abgefälscht. Theo leitet den Konter ein. Sehr gut gespielt auf Tahiri, der mit dem Kopf an den Ball kommt und gefoult wird. Das könnte eigentlich gelb geben. Gibt es aber nicht. Freischuss für die Kickers im 16er. Interessant ist, dass jetzt unsere gesamte Bank sich zum Warmmachen auf einen anderen Platz begeben hat und gar kein Ersatzspieler für Korb quasi zum Einwechseln bereitsteht. Endres erinnert nochmal dran, lautstark, dass wir einer weniger sind. Freistoß, Jasula, der erstmal. Sollte man vielleicht dann doch einen nachnominieren? Ja. Wäre vielleicht nicht die allerschlechteste Idee. Könnte man oder? Einen herrufen, aber die machen sich noch, der Rest der Bande macht sich also noch. Also, wir beide können das jetzt nicht machen und unser Kameramann können wir auch nicht hergeben. Ja, normalerweise schon, aber im Moment sind wir ein bisschen kalt, wir müssen es erst warm machen. Aber. Pintol baut auf. Für die, die später eingeschaltet haben, Tobi auf der Ersatzbank, schauen wir erst nochmal an. Da sitzen ja doch noch einige. Ja, wer ist denn genau noch dabei vom OFC? Dabei. Genau. Statovci ist unser Ersatztorwart wieder. Blacky Schwarz, Jan Biggel, Meier, Philipp Fleischer ist auch mal wieder dabei. Cem Kara, Marcel Mosch, Dennis Schulte heute erst auf der Bank. Unser Neuzugang Markus Müller, Mujib Jamali, Robin Scheu und Felix Bonifer sind auch wieder dabei und können sich zeigen. Da wird sicherlich der ein oder andere nachher noch kommen, insbesondere auch unser Neuzugang Müller aus Babelsberg, da war er ja unter anderem auch. Ja, der Bayer tut sich sehr, sehr schwer. Spielerisch läuft da wenig zusammen. Der OFC steht hinten gut, sehr konzentriert, stört die Kreise früh.
Und er hatte ja anderthalb Chancen, aber jetzt der Bayer. Straft ja, er mich Leverkusen lügen. Leverkusen wieder über links durchgespielt. Naray bisher der auffälligste Leverkusener. Holt wieder den nächsten Freistoß raus. Und jetzt gibt es wohl die erste gelbe Karte für Wilke. Und Freistoß für Leverkusen. Ziemlich an der 16er-Grenze. Ja. Müssen wir wieder aufpassen. Kicker sind immer noch in Unterzahl. Das ist ja auch durchaus eine... ja, gerechtfertigte Taktik. Wenn es spielerisch nicht so läuft, dann vorne versuchen, zu Standards zu kommen. Genau. Genau das macht der Bayer. Fast wieder an der gleichen Stelle der Freistoß. Eben ging er in die Mauer. Ja. Auf den zweiten Pfosten geschlagen, aber Endres hat den Ball sicher. Ja, sehr gut gemacht, obwohl er dort bedrängt wurde. Wird noch vom Kapitän Mirko Kasper bedrängt, der übrigens auch schon ein paar Bundesligaspiele auf dem Buckel hat. Bei Aachen früher noch. Und Modica baut schon wieder auf mit Theo auf der linken Seite. Dass du alles weißt, in die Mitte ist ja ein wandelndes Lexikon. Ich habe mich ein bisschen informiert. Ja. Aber als Aachen noch in der Bundesliga gespielt hat und zu guten alten Zweitliga-Zeiten, hat er da in der Abwehr gespielt. So, Modica auf Wilke wieder. Kickers bauen wieder ruhig auf. Müssen jetzt auch ein bisschen ruhiger natürlich spielen in Unterzahl. Aber da macht sich schon einer jetzt bereit. Da ist jemand, einer rübergekommen von den Kickers. Und macht sich langsam warm und wird wohl gleich reingebracht. Kicker ist immer noch hinten. Müssen wir mal schauen, wer Jasula das und Modica ist dort hinten. Kann Ball ich gar nicht richtig erkennen. Nee. Auf der gegenüberliegenden Seite. So toll die Rahmenbedingungen hier für uns sind, um ein solches Spiel hier so zu übertragen. So ja, schwierig wird es heute sein, auch mal Interviewgäste zu haben. Pintol erst einmal. Ja. Der Gedanke war gut, ja. Die Ausführung dann... Pinto versucht es mal mit einer Einzelaktion, aber der Schuss. Also jetzt wird es die Auswechslung geben. Ist das Mosch da hinten oder wer jetzt reinkommt? Da ist Mosch gar nicht dabei, ne? Doch, nee, Mosch hatte ja auch... Meier könnte es sein. Stefano Meier würde ich sagen. Sehr, sehr weit. Trotz Brille kann ich ihn nicht erkennen. Aber ja, es könnte Meier sein. Ist jetzt drin, es geht ist auch Meier. Direkt auf die Rechtsverteidigerposition. Ja, ist Meier. Dürfte Stefano Meier sein. Positionsgetreu gewechselt. Und mal wieder Abschlag von Leverkusen. Ja, wir machen ja bei Testspielen eigentlich immer am laufenden Band auch Interviews. Aber das habe ich eben schon angedeutet. Die eigentliche Tribüne, das sieht man im Hintergrund, die ist auf der anderen Seite. Und wir sitzen hier auf einem windigen Hochstand, worüber wir uns nicht beklagen wollen. Ganz im Gegenteil. Das sind schon gute Rahmenbedingungen. Hat ein bisschen Eurosport-Feeling. Und jetzt der Bayer. Fehlpass von Wilke. Das wird ausgenutzt schnell. Kasper, der Kapitän, wird... freigespielt im 16er, aber dann im letzten Moment kann Modica noch klären. Und Leverkusen kommt langsam ein bisschen besser ins Spiel. Hat jetzt wieder Ballbesitz in den eigenen Reihen. Becker presst drauf. Und erste Unsicherheit von Leverkusen. Kicker ist wieder am Ball. Pintol versucht sich mit dem Kopf durch die Wand. Ich sage mal so, wäre er nicht im Strafraum gefallen, hätte er einen Freistoß bekommen. Aber so wollte der Schiri wahrscheinlich dann doch keinen Elfmeter geben. Ich hab's. Das war auch ein bisschen gut und zu viel. Dass er wollte einfach durch drei Leverkusener durchrennen, die direkt vor ihm standen. Ja, aber er hat sich trotzdem dabei verletzt. Also das glaube ich nicht, dass er das jetzt sich auf den kalten Boden legt und markiert. Also jetzt zeigt er wohl auch an, dass... Liegt immer noch also da ist schon etwas passiert. Und das war schon Minimum auf der Grenze, wenn nicht sogar, so habe ich es gesehen, im Strafraum. So, Pintol liegt noch auf dem Boden. Da haben wir es im Bild, ja. Schiri gibt schon wieder das Spiel frei. Kameramann Peter Dietz ist absolut auf der Höhe. Und Pintol humpelt erstmal. Der will raus. Und muss raus. Ja, da siehst du. Schon die zweite Verletzung. Da war schon ein... Kontakt. Spielerisch läuft es gut bei den Kickers, haben das Spiel im Griff, nur haben wir einen nach dem anderen Verletzten hier. Das wäre auch nichts. Pintol zeigt schon wieder an, dass er raus muss. Ja, wenn Pintol jetzt hier... Jetzt haben wir wieder das gleiche Problem, dass immer noch unsere gesamte restlicher Kader sich hier auf dem Trainingsplatz von Leverkusen hinter unserem Container warm. Vielleicht sollte man die bald wiederholen, denn so langsam muss man ja hier aufstocken, denn für die, die später eingeschaltet haben... 0-0 steht es noch immer.
Halbe Stunde, schon zwei Verletzte. Ja, zwei Verletzte. So Sascha Korb musste ausscheiden, jetzt muss Pintol ausscheiden. Pintol bewegt sich jetzt langsam Sascha zur Korb Bank raus. Ohne Einwirkung des Gegners. Bei Pintol sah das ein bisschen anders aus. Ich will da nichts Böses unterstellen, ganz und gar nicht, aber da war ein Kontakt. Pintol zeigt wohl auf sein Knie, hat wohl was am Knie. Aber ein Betreuer von den Kickers bewegt sich schon wieder einmal um den ganzen Platz rum, über die ganze Trainingsanlage von Leverkusen zum Kader von uns und holt den nächsten neuen Spieler ran. Leverkusen baut auf. Das ist schon eine interessante Geschichte, muss man sagen. Rico Schmidt ist ganz allein und die Ersatzbank ist vollkommen leer. Vollkommen leer. Und man muss genau einmal ums ganze Stadion laufen, um einen Ersatzspieler herbeizuzitieren. Genau, René Kevel sehe ich jetzt, da kommt er. Und der muss jetzt dort hinten auf dem Nebenfeld die Ersatzspieler holen. Also der OFC erneut in Unterzahl. Er ist die deutlich bessere Mannschaft, hat die besseren Chancen. Aber, ja, noch konnte nichts Zählbares dabei herausgeholt worden werden. Etwas über eine halbe Stunde gespielt. 0:0 steht's noch. So, Leverkusen am Ball. Kasper spielt auf links raus. Und die Kicker ist schon wieder sehr bissig im Zweikampf. Viele Ballgewinne im Mittelfeld. Da kann Leverkusen nicht lange den Ball halten. Und Jasula hält den Ball über rechts außen. Bisschen tiefer. Weniger. Und Wittke. Mehr Feld. Buadus läuft den einmal um. Freistoß Kickers. Ist gut. Wird wieder zurückgespielt auf Endres. Und die Kickers bauen wieder auf. Modica. Ja. Wilke. Erst nochmal rechts rüber gespielt. Auf Marcel Wilke. Er hat es auch nicht mehr so eilig. Nee. Jetzt wartet man erstmal, bis man wieder hier vollzählig ist. Denn das wäre natürlich schon eine dumme Geschichte, wenn man hier so gut gespielt hat und dann durch die doppelte Unterzahl sozusagen, die man jetzt schon also zum zweiten Mal hatte, vielleicht doch noch ein Tor fängt. Aber ich muss auch sagen, die Jungs haben es auch so ganz gut im Griff. So, der nächste Abschlag von Leverkusen wird kurz ausgeführt, weil die Kickers diesmal nicht so viel draufpressen, nicht so offensiv, sind natürlich noch in Unterzahl, aber der nächste Spieler ist schon wieder herangelaufen. Ich glaube, es ist unser Neuzugang. Müller, bin mir noch nicht ganz sicher, aber es müsste er sein, ist ziemlich weit weg. Zieht jetzt die Jacke aus. Kann er sich gleich mal präsentieren. Pintol hat eigentlich einen guten Eindruck gemacht, sehr beweglich, hat sich oft fallen lassen. Schade, dass er sich verletzt hat. Jakut. Jetzt auf Theo gespielt. Theo. Oh, Jasula rutscht da aus. Hat wohl falsch gewachst, ja. Das war auch das einzige Mal, als es gefährlich geworden ist, von Leverkusener Seite aus, als sich Korb verletzt hat und Leverkusen ausnutzen konnte. Kickers mit dem Ball gewinnen. Langer Ball auf Becker, der bisher noch nicht so im Spiel ist, aber Leverkusen hat den Ball abgelaufen. Schaut ihn nach vorne, aber Wittke fängt ihn ab. Einwurf OFC. Von der rechten Seite, direkt vor der kleinen, aber feinen Haupttribüne, die man hier direkt an die angrenzende Bay-Arena gestellt hat. Und so, das haben wir jetzt mal Freistoß. Ist gute Gelegenheit, unseren Neuzugang zu bringen. Der nach eigener Aussage auch sehr kopfballstark ist. Wäre eine schöne Situation, wenn er jetzt noch vor dem Freistoß reinkommen könnte. Jakut legt sich den Ball zurecht. Und es sieht wohl ganz gut aus, dass Müller noch vor dem Freistoß reinkommt. Ja, der Schiri hat es gesehen. Jetzt kommt der Wechsel. Vielleicht können wir nochmal drauf gehen auf Müller, der jetzt kommt. Also wie gesagt, die Ersatzbank, die ist verwaist, denn alle anderen sind drüben auf dem Nebenfeld beim Warmmachen. Aber da haben wir ihn im Bild. Jetzt kommt die Auswechslung. Da kommt er reingerannt und köpft direkt den Ball ins Feld, ins Tor, hoffentlich. Ne? Jakut beim Freistoß. Tja,
Das wäre natürlich ein tolles Ding. Aber jetzt schauen wir, da kommt er reingeflogen. Der Torwart verschätzt sich 1:0 für den OFC. Schlimmer Torwartfehler, kann man gar nicht anders sagen. Der Ball sehr, sehr lange im Luft, da hat er sich vollkommen verschätzt. Gut, er steht auch ein bisschen gegen die Sonne, aber das kann und darf nicht passieren. 1:0 für Kickers Offenbach und das geht unterm Strich absolut in Ordnung. Der OFC, die deutlich bessere Mannschaft. Verdientes 1:0, der Freischuss war auf den zweiten Pfosten gezogen. Da hat er sich einfach verschätzt, der Schnitzler. Eigentlich A-Jugend-Torwart, ein Spiel in der Regionalliga West gemacht. Hat die Ball einfach durch die Finger gleiten lassen und dann ist er ins Tor gefallen. War ich unbedrängt, da war ich gar keine. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch dran gekommen ist. Also gar keinen Grund, den fallen zu lassen. Das Ergebnis geht absolut in Ordnung. Da ist er wieder. Jasula klärt den Ball, haut ihn vor. Sicherlich auch ein guter, wenn er beim Bayer spielt, kann es ja eigentlich nur ein guter sein. Aber das war ein Bock, das wird ihn, denke ich, selbst am meisten ärgern. Ja, ich sag's nochmal, ihr könnt schreiben an fanradio@ofc.de. Da werden wir eure Grüße mit über den Sender geben. Und das wäre natürlich heute im Rahmen unserer Fanfreundschaftssendung eine gute Sache. Die Kicker sind sehr beweglich vorne. Müller hat sich jetzt erstmal auf rechts außen positioniert. Jakut ist auf links außen gegangen. Becker in der Mitte. Ja, Jasula mit der Maske steigt er da hoch mit dem Helm und gewinnt das Kopfballduell. Im Mittelfeld alles ab bisher, Jasula. Und wenn er nicht den Ball abfängt, dann ist es Modica. Das ist unser Abfangjäger. Und Leverkusen spielt wieder auf Schnitzler zurück. Kickers stehen gut. Leverkusen spielt den Ball ziemlich oft zurück und fällt nicht so richtig was ein, wie sie nach vorne spielen sollen. So, und dann ja, habe ich auch hier den ersten Gruß. Vielen Dank für den tollen Stream, liebes Fanradio-Team vom OFC. Ich grüße alle Kickersnasen in Leverkusen und natürlich auch alle zu Hause. Viel Spaß beim Spiel Bayer und der OFC. Das ist seine Botschaft. Ja, und geschrieben hat das der Klaus Rynjak. Also tut's ihm gleich. fanradio@ofc.de. So, Jasula hat jetzt ausnahmsweise mal den Ball verloren an Naray. So, Torschuss aus 25 Metern von Hamoudi, aber der Ball geht am Tor vorbei, keine Gefahr für unser Tor. Ich habe jetzt nicht ganz genau die Zeit genommen und es sollten aber doch noch so um die 5-6 Minuten zu spielen sein. Herr Schiri, der weiß es besser, der schaut gerade hier zur Uhr. Ich weiß nicht, ob er das eben gerade gesehen hat. Jasula, ja, erstmal rechts rausgelegt. Wilke trabt dann, aber abgebrochen und zurückgespielt. So dass Eckes auch ein bisschen ja, im Geschehen ist. Wittke lässt sich fallen, nimmt den Ball auf und spielt ihn rechts raus auf Stefano Meyer, der reingekommen ist für den verletzten Sascha Korb. Hoffen wir mal, Korb hat sich nicht zu schwer verletzt. Das sah aber nicht gut aus, weil er ohne Einfluss des Gegenspielers wohl umgeknickt ist und direkt rausgegangen ist. Da läuft Theo in die Schnittstelle, aber der Ball kommt nicht an. Foul an Müller, der sich hat fallen lassen und jetzt auch wieder in die Mitte gerückt ist. Müller, Becker, die ruschieren vorne schön. Der Kapitän Mirko Kasper liegt am Boden von Leverkusen. Ja, da gehen wir sicherlich mal drauf. Mal schauen, da bildet sich natürlich eine Spielertraube. Hoffen wir, dass natürlich auch auf Leverkusener Seite wir hier von Verletzungen verschont bleiben. Da läuft sich auch direkt einer warm bei Leverkusen, einer der drei Auswechselspieler. Tja, viel Wechselmöglichkeiten haben sie nicht, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Eigentlich ja, als Feldspieler nur Bailey, Menzies und Postic dabei. Andererseits, auf der OFC-Wechselbank sitzt überhaupt niemand, denn die sitzen ja noch hinter unserem Rücken, stehen die noch auf dem Feld und trainieren ein bisschen. Und René Keffel, der musste eben ein
ja, lass uns mal rechnen, 50, 50, 150, 200 Meter Sprint hinlegen, um dann die Mannschaft wieder auf 11 aufstocken zu können. Und das hat gute, ja, bis dann eingewechselt wurde, mindestens 5 Minuten gedauert, haben wir dann wieder in Unterzahl gespielt. Ähnlich war es schon bei Korb. Aber keine Gefahr in der Zeit, die Kickers haben das Spiel so im Griff, dass sie mit 10 Mann auf dem Feld auch nichts anbrennen lassen. So, das Spiel ist wieder, wird wieder weitergeführt, Modica hat den Ball. Ja, Crosspass rüber, kommt dann auch, tatsächlich. Theo läuft den Ball noch, aber kann nicht mehr flanken. Ja, lieber Theo, es kann nicht immer so einfach sein wie gegen unseren Lieblingsgegner in der Halle. Es ist ja eigentlich auch kein Gegner, mehr ein Opfer. Jedes Jahr werden sie ja, von uns irgendwie vernascht. Und hier hat man natürlich mit dem Bayer einen richtigen Gegner auf dem Platz. Insofern, ja. Ein richtiger Gegner, den wir aber trotzdem im Griff haben heute. Den wir auch im Griff haben, ja, ganz klar. Auch dominieren. Das ist Neville, glaube ich, der jetzt gekommen ist, oder? Sieht fast so ein bisschen aus. Sieht fast aus wie Oliver Neville, genau. Ja. Geht auf die rechte Seite. Rechts, man hat ja hier beim Bayer gespielt. Ja. Aber in Wirklichkeit heißt er nämlich Mentizis. Und Modica hat schon wieder den Ball erkämpft. Abschlag von Leverkusen war das und direkt erkämpft Modica den ersten Ball schon direkt und spielt zurück auf Endres. Also Ballbesitz ist bei Leverkusen eigentlich fast Fehlanzeige. Die Kickers kämpfen eigentlich direkt den Ball im Mittelfeld, sind sehr präsent im Mittelfeld. Ja, die nächsten Grüße sind da. Grüße an alle, die vor Ort sind. Besonders natürlich an unsere Freunde aus Leverkusen. Lack und Leder seit über 30 Jahren. Das kann nicht jeder. Also ganz klar. Das ist, denke ich, eine absolut bemerkenswerte Fanfreundschaft. Ich habe ja damals noch als Fanbeauftragter das 25-jährige Jubiläum organisieren dürfen. Rudi Völler war zu Gast bei uns im Rahmen des Fanclub-Turniers. Hat er mit uns die Siegerehrung und eine kleine Talkrunde gemacht. Ja, das ist schon außergewöhnlich. Jetzt einmal der Bayer aus dem Mittelfeld heraus, ja, kommend. Und da ich es sage, strafe ich mich Lügen. Ja, Stefano Meyer fängt den unkonzentriert gespielten Pass von Leverkusen ab. Also offensiv geht er relativ wenig. Ziemlich schlampige Pässe spielt Leverkusen da eigentlich. Relativ einfach auch für die Kickers, da den Ball abzufangen. Und Modica ist schon wieder im Ballbesitz. Auf Jakob, der sich wieder hat fallen lassen. Muss man sagen, sehr beweglich die Kickers, lassen sich viel fallen. Ja, aber das siehst du, weiß nicht, ob du das gesehen hast, jetzt Becker, ja. Der hat einerseits den Pass erwartet, dann kam aber der Pass den Ball auch, nicht gesehen. Auch ein bisschen weiter, hat ihn nicht gesehen und winkt dann immer, ich sehe nichts, ja. Denn die Sonne, die brezelte ihm direkt ja, ins Gesicht und ja, aber da wäre auch so nicht dran gekommen. Da wäre kaum ich noch dran gekommen. Und Becker setzt die Innenverteidiger von Leverkusen unter Druck. Das Spiel von Leverkusen besteht eigentlich daraus, die beiden Innenverteidiger, dass die beiden sich den Ball zuspielen und manchmal spielen sie auch noch den Ball zurück zum Torwart Schnitzler, der uns das Tor geschenkt hat durch einen Patzer nach einem Freistoß von Jakut. Und Becker setzt wieder die Offensive von Leverkusen unter Druck, aber kommt nicht an den Ball und Leverkusen greift über die rechte Seite an. Ja, das ist Sebastian Hirsch. Der sich hier versucht. Unser Oliver Neville am Ball, ja. Zieht man nach vorne rein. War mal eine Idee, aber da hat der Mitspieler nicht mitgespielt. Abstimmungsproblem und Endres hat den Ball ganz locker. Keine Gefahr für die Kickers. Ja, jeden Moment muss Halbzeit sein. Ein, zwei Minütchen vielleicht noch. Es gibt nicht allzu viel Grund nachzuspielen. Auch wenn der OFC zweimal in Unterzahl war, so ist das Spiel doch hier weitergelaufen. Deswegen waren wir ja noch gerade in Unterzahl. Also so richtig lange Pausen hat es nicht gegeben. Insofern wird das sicherlich hier recht zeitig zur Halbzeit gepfiffen. Wilke für die Kickers am Ball, passt wieder rüber zu Modica. Und Endes. Für die, die später eingeschaltet haben, 1:0 für der OFC. Tobi, du hast es gesehen, wie ist es gelaufen? Freistoß von Jakut war das, von rechts außen auf den zweiten Pfosten gezogen.
Eigentlich ein einfacher Ball für den Torwart, der unbedrängt den Ball durch die Finger gleiten lässt und der Ball landet im Tor. Verdientes 1-0 für die Kickers, weil die Kickers das Spiel komplett im Griff haben, kann man sagen. Leverkusen hat eigentlich bisher keine richtige Gelegenheit gehabt. 2 Freistöße, die aber nicht gefährlich geworden sind. Das Ganze war so um die 35. Minute. Genau. Jetzt aber der Bayer sehr dynamisch. Boadus mit einem Hackentrick leitet dann vielversprechenden Angriff ein, aber die Kickers sind wieder da. Ja, gleich 3, die dann da sofort draufpressen. Ball wird wieder in die Mitte gebracht, aber Endres wieder ganz locker. Hat er den Ball, da war aber auch weit und breit kein weiterer Angreifer von Leverkusen, sodass es nicht hätte gefährlich werden können. Endres auf Theo. Und Jasula ganz locker. Leverkusen greift überhaupt nicht an, sind eigentlich fast nur in der eigenen Hälfte. Kickers können locker aufbauen, ohne unter Druck gesetzt zu werden. Schiri hat gefallen am Spiel. Ja. Lässt noch ein wenig. Schiri gefällt, wie die Kickers hier sicher den Ball in den eigenen Reihen halten und Endres ist aber wieder am Ball. Ja. Das ist eigentlich im Moment wenig Bewegung im Spiel. Die Kickers finden niemanden zum Anspielen. Leverkusen steht nur hinten drin. Becker. Ballverlust. Hier und als Führungsspieler unterwegs. Beruhigt ein bisschen Modica. Sagt langsam, langsam. Muss sich nicht aufregen, denn der hat da hinten ein paar wilde Kommandos gegeben. Ja, da hat Müller versucht, mal Becker zu schicken, aber der Ball ist zu lang. Und der Torwart hat ihn sicher. Das war's dann in Halbzeit Nummer 1 hier aus dem Ulrich-Haberland-Stadion. Der OFC führt hochverdient mit 1-0, hat allerdings auch schon 2 Verluste hinnehmen müssen. Sascha Korb ist aus dem Spiel, verletzungsbedingt, und Benjamin Pintol. Wir sind gleich wieder da für euch in Halbzeit Nummer 2. Ja, weiter geht's in Halbzeit Nummer 2. Kickers Offenbach zu Gast bei den Fanfreunden vom Bayer aus Leverkusen. 1-0 führen die Kickers und das Ganze geht unterm Strich absolut in Ordnung. So sieht's, glaube ich, auch mein Kollege Tobi Bach. Ja, geht ganz locker in Ordnung. Kickers hatten das Spiel ganz klar im Griff. Trotz 2 Phasen, wo wir in Unterzahl spielen mussten, durch Verletzungen von Sascha Korb, der wie gesagt umgeknickt ist, ohne Fremdeinwirkung, und durch die Verletzung von Pintol, der auch sofort raus musste. Dafür sind erstmal Müller reingekommen und Stefano Meyer, positionsgetreu. Und jetzt natürlich haben die Kickers vor allem ziemlich durchrotiert nochmal. Können wir jetzt nochmal gleich schauen, wer da alles reingekommen ist und ob noch jemand überhaupt draufgeblieben ist auf dem Feld. Also auf jeden Fall sehe ich schon bei den Neuen hier fast am Ball Fleischer. Und auch Jan Bickel, der uns eben noch über den Weg gelaufen ist. Jetzt ist er schon hier mit seinen gelb-orangenen Schuhen auf dem Feld unterwegs. Wir werden das alles noch mal ein bisschen analysieren. Kara jetzt hier im Team direkt vor uns. Also wir können sie einfach von hinten mal durchlaufen lassen. Statovci im Tor. Ja, dann haben wir Meier noch auf dem Feld. In der Innenverteidigung muss ich selbst mal schauen. Fleischer da. Innenverteidigung spielen Meier jetzt, der ist nach innen gerückt. Kara spielt Rechtsverteidiger. Dennis Schulte spielt jetzt auch Innenverteidiger. Theo ist noch drin geblieben. Philipp Fleischer spielt jetzt wohl auf der 6. Müller ist natürlich auch noch drin geblieben, da er später gekommen ist für Pintol. Marcel Mosch auf rechts. Blacky Schwarz in der Mitte jetzt, spielt zentral Mittelfeld. Und Jan Bickel ist noch drin. Ja, da wurde schon kräftig durchgewechselt. Ich schau mal, wer denn jetzt überhaupt noch nicht zum Einsatz gekommen ist. Das sind eigentlich nur die jungen Buben, wenn ich das so richtig sehe. Felix Bonifer, Robin Scheu, Mojeb Jamali. Die 3 warten noch auf Einsätze. Allerdings geht es ja auch hier nur erst einmal darum, die Jungs an die erste Mannschaft heranzuführen. Und es ist ja erst schon mal ein Motivationsfaktor, sie überhaupt hier mit im Kader dabei zu haben. Tobi, der Bayer kommt. Genau, wieder über Naray, eigentlich wie immer. Das ist der Einzige, der offensiv mal was macht. Aber schon wieder technische Mängel bei Bayer. Die Nummer 14 lässt den Ball verspringen. Die Kickers kontern über Bickel. Ja, und Schwarz war da auch mit im Verbund. Jetzt geht es über die linke Verbindung. Mitte reingeschlagen. Ja, schön gedacht allerdings. Ja, war es dann doch ein bisschen eng. Da standen die Buben
hier von der Werkself doch ganz gut. Müller hatte den Ball gut behauptet, dann durchgeschoben, aber der Ball war zu lang. Und Müller im Abseits. Wie sieht das beim Bayer aus? Kannst du da auch was erkennen, dass da... Ja gut, ich meine, da gab es ja nicht viel Wechselmöglichkeiten. Ja, Mentizic ja ist ja schon reingekommen. Jetzt bliebe ja eigentlich nur noch Bailey und Postic. Aber die haben wir, glaube ich, noch nicht gesichtet. Leverkusen hat in der ersten Halbzeit ja auch schon mal gewechselt. Da kam die Nummer 20 rein. Mentizis alias Oliver Neuville. Ne? Oh, jetzt, da wäre er nämlich fast am Ball gewesen, unser, in Anführungszeichen, Oliver Neuville, ganz klar. Denn das war jetzt so eine halbe Chance. Aber auch da hat Statovci, der jetzt für Endres im Team ist, keine große Mühe. Abgeschlagen. Theo spielt den Ball zurück. Das heißt, dann fehlt eigentlich nur noch der Postic. Genau. Oder Bailey, ist der Bailey, schon drin? Ja, der ist nicht auch noch das nicht drin. Weiß ich nicht ganz genau. Die das wäre Leverkusen auch noch nicht drin. Ja, müssen wir noch mal gucken. Also zwei hätten sie noch. Torwart ist auch noch drin bei Leverkusen. Schnitzler, der uns das 1-0 geschenkt hat mit dem klaren Torwartfehler nach dem Freischuss vom Barış Jakut. Oh, schön gemacht. Ja. Ja, einerseits geschenkt, aber geschenkt hört sich immer so ein bisschen billig an. es war hochverdient. Ja. Hochverdient war es auf jeden Fall. Die Kickers haben das Spiel ganz klar im Griff. Das muss man so sagen. Aber... So, der Ball ist gerade im Aus. Dann können wir noch kurz erwähnen, dass die Kickers jetzt die erste Elf, die ihn von Anfang an gespielt hat, wohl zum Auslaufen noch kurz geht. Die gehen wieder aufs Trainingsgelände von Leverkusen, treten wieder einen langen Weg an. Vielleicht kriegen wir dann doch noch einen hier ins Mikrofon. Genau. Könnte sein. Ich werde dann mal gestikulieren und schauen. Aber das wird schwierig, ob die hier überhaupt hochklettern dürfen. Also alles den absoluten deutschen Sicherheitsstandards gerecht. Aber gut, die müssen erstmal auslaufen. Oh. Wenn, dann überhaupt zum Ende hin. Riesenchance von Müller. Bisschen zu hektisch vielleicht abgeschlossen, hatte ziemlich viel Zeit aus 10 Metern. Hat den Ball nicht ganz getroffen und der Ball geht am Tor vorbei. So, die Kickers setzen wieder schön unter Druck vorne. Biggel attackiert vorne. Nico Perry wird setzt er unter Druck. Und der Ball war schon wieder im Aus. Sehr gut attackiert von den Kickers. Führt direkt zum Einwurf für die Kickers auch. Leverkusen spielt sich da nur bis 30 Meter vorm Tor nach vorne und schon haben die Kickers wieder den Ball. Tja, mein lieber Tobi, da haben wir eben noch gesagt, die jungen Wilden müssen noch auf ihren Einsatz warten. Aber einer, den hast du vollkommen auch übersehen, ich auch, jetzt habe ich ihn entdeckt, Felix Bonnivier, der ist schon im Team. Genau, der spielt jetzt über links außen. Schusschance von Marcel Mosch, abgeblockt und Ecke für die Kickers. Also, wollen wir gucken. Genau. Müssten eigentlich nur noch Jamali und Scheudern fehlen. Die beide machen sich hinterm Tor von Statovci warm. Biggel geht raus zur Ecke. In der Kameraperspektive sieht man jetzt, dass wir hier improvisieren mussten. Das Bild ist doch sehr, sehr geneigt. Aber wir teilen uns natürlich den Kamerastand hier mit den Kollegen vom Bayer. Und naja, so mussten wir ein bisschen basteln, die Kamera ganz nach vorne schrauben. Und dann ist der Neigungswinkel nicht mehr wirklich so, wie er sein sollte. Aber... Ja. Unser Kameramann erlaubt sich einen Scherz. Er meint, ein geneigter Kamerawinkel für den geneigten Zuschauer. Also Peter Dietz an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, der uns hier am Bild verwöhnt. Und nicht nur am Bild, jetzt auch mit Sprüchen. Vielleicht sollten wir ihn auch als Reporter hier einführen. Nein, nein, er winkt schon ab. Das kommt für ihn nicht in Frage. So, Bayer und der OFC wird dort gesungen. In der Fankurve. Ja, jetzt gibt es erneut eine Verletzungsunterbrechung. Tobi, hast du gesehen, was da los war? Genau, die Kickers haben wieder schön gepresst vorne. Leverkusen ist eigentlich kaum nach vorne gekommen. Ball war fast schon gewonnen, aber Blacky Schwarz hat dann doch gefoult. Kam dann doch eine Sekunde zu spät und so gibt es Freistoß für Leverkusen. Die jetzt den Ball nach vorne spielen, rechts auf die rechte Seite.
Dürholz, Luca Dürholz war das. Ja. Crosspass. Aber der OFC, Herr der Lage. Das war Kara, der erste Mal dazwischen gegangen ist. Und jetzt gibt's Eckstoß für die Rheinländer. Ja. Verglückte Klärungsaktion von Kara, der direkt den Ball in den Fuß eines Leverkuseners spielt. Und zweite Ecke für Leverkusen. Unser Freund Oliver Neuville schlägt die Ecke rein. Aber ganz schwach getreten, direkt auf den ersten Mann. Und die Kickers können klären. Einwurf aber Leverkusen. Ausgeführt. Da sind sie unterwegs. Auf links. Ja, Fleischer beißt sich da an ihm fest. Ja, ist ein hitziges Duell. Der Leverkusener hat da die Oberhand. Und dann wäre es beinahe doch ja, ein bisschen schwierig geworden. Aber im zweiten Nachfassen hat der OFC das Ding unter Kontrolle. Und jetzt Bickel zurückgespielt. Blackie, der Routinier. Ja, das war dann doch ein bisschen zu weit. Und Leverkusen im Ballbesitz. Ja, passt. Naray, der beste Mann von Leverkusen, muss man sagen, mit der 2 hier über links außen, hat sich da eben wieder mal gegen 3-4 Mann von den Kickers durchgesetzt, den Ball flach in die Mitte gebracht und Assis Bouadous, der eigentlich sicher vor dem Tor ist, schon 9 Treffer gemacht hat in der Regionalliga West, hat einfach über den Ball gehauen. Aus 5 Metern, das wäre eigentlich ein sicheres Tor gewesen. Eine 100%ige Torgelegenheit für Leverkusen. Manuel Kleist schreibt, hallo Kickersnasen, klasse, dass ihr das heute sendet. Super Job, den ihr da macht. Könntet ihr bitte nochmal den Torschützen zum 1:0 durchgeben. Nur der OFC, das ist seine Botschaft. Und Tobi, der weiß alles und er wird uns schildern, wie das Tor im Einzelnen genau, gefallen ist. Das Tor können wir nochmal genau durchsprechen, da Leverkusen langsam aufbaut. War ein Freistoß, Barış Jakut war es gewesen, von der rechten Seite, nah an der 16er-Grenze. Langer Ball auf dem zweiten Pfosten war das. Und der Torwart, der eigentlich in der A-Jugend spielt bei Leverkusen, unbedrängt kann er eigentlich den Ball fangen, lässt ihn aber durch die Hände glitschen und der Ball geht ins Tor. Die Kickers sind wieder im Ballbesitz. Bonifa auf links zu Theo, der wieder zurück in die Mitte spielt zu Bigel. Und die Kickers lassen den Ball jetzt schnell im Mittelfeld laufen. Fleischer auf rechts außen, Mosch. Mit der Flanke, aber auf Leverkusen. Ja, es wird Einwurf geben und da kann ich ja, eine sehr, sehr positive Nachricht vermelden. Unsere Kollegin Katharina Lasan hat es möglich gemacht. Wir werden gleich hier Interviewpartner bekommen auf unseren Live-Kamerastand. Wer genau, das wissen wir noch nicht, aber sie hat schon geklärt, dass der ein oder andere hier hochklettern wird und dann Rede und Antwort steht. Wir freuen uns drauf. Jetzt der Bayer. Genau, schöner Pass auf die 20. Unser Oliver Neuville nur noch auf rechts gespielt, an Schulte vorbei. Ball wird in die Mitte gebracht, aber Stefano Meyer kann klären. Vielleicht sollten wir, Tobi, vielleicht sollten wir mal sagen, dass unser Oliver Neuville tatsächlich Mentizis heißt. Okay. Ja, der Name ist so schwierig, den kann man sich nicht merken. Ja, vor allen Dingen der Vorname. Ja. Athanasios Mentizis. Mentizis geht eigentlich. Deswegen haben wir immer Oliver Neuville gesagt, ob seiner Ähnlichkeit, auch seines Laufstils, aber auch so auf den ersten Blick. Er ist ein bisschen größer, glaube ich, aber ja. Naja. Aber genauso schmächtig. Leverkusen jetzt durch die Mitte. Ja. Ja, wird nicht angegriffen richtig. Weiter auf Naray links außen. Er hat ein bisschen Platz zu flanken, flankt aber nicht. Wieder zurückgespielt, Flanke in den 16er, aber am zweiten Pfosten vorbei, keine Gefahr. Statovci hat den Ball zum Abschlag breit. Ja, dann hätte ich noch eine technische Information. Das ganze Spiel übertragen wir nicht nur live mit Bild, sondern wir werden es auch in bester HD-Qualität heute Nacht noch einstellen. Wenn alles sauber funktioniert, dann wird das gegen Mitternacht schon komplett zur Verfügung stehen. Das werden wir jetzt dann auf der Rückfahrt konvertieren, schneiden, speichern und hochladen. Und jetzt der Bayer nochmal. Genau, Naray schon wieder über die linke Seite.
Kickers müssen ein bisschen aufpassen. Leverkusen wird besser in der Offensive. Luca Dürholz im Mittelfeld, der Zehner, der jetzt Kapitän ist in der zweiten Halbzeit, der Kasper rausgegangen ist, treibt die Leverkusener an, immer wieder mit Naray, und es gibt die dritte Ecke für Leverkusen. Ja, diesmal von der rechten Seite, aus der Fankurve, ja, in der Offenbacher und Leverkusener zusammenstehen, so wie es die Fanfreundschaft eben auch ausmacht. Jetzt kommt er reingeflogen, ja, diesmal hoch, aber Stadovci, ein gefundenes Fressen, würde ich sagen, für ihn. Hat ja in Gladbach, ja, in der ersten Halbzeit wohl recht ordentlich gehalten, aber dann ist ihm ein kleiner Bock unterlaufen. Das haben wir aber auch eben schon beim Torhüter der Leverkusener gesehen. Also sowas passiert einfach. Genau. Torhüter der Leverkusener ist aber heute der eigentliche A-Jugendtorwart auch. Also vielleicht ein bisschen unerfahren einfach. Da hat er eigentlich Zeit gehabt auch. Jetzt und Müller, unser Neuzugang. Da wollen wir mal reinschauen, genauer gucken, was er denn so treibt. Bis jetzt eher unauffällig, oder? Ja, eine Chance hat er gehabt. Da hat er ein bisschen hektisch abgeschlossen, ein bisschen über den Ball gehauen, ist am Tor vorbeigegangen, hat nicht voll getroffen. Das hätte ein Tor geben können. Einwurf für die Kickers, Theo auf der linken Seite. Auf Müller, der den Ball schön behauptet und gehalten und gezogen wird. Freistoß für die Kickers auf der linken Seite des 16ers. Circa 20 Meter vom Tor entfernt. Gute Gelegenheit, wenn man ihn wieder auf den zweiten Pfosten bringt. Vielleicht bei hohen Bällen der Torwart unsicher von Leverkusen bisher. Und wir beide wären jetzt auch empfänglich für das 2:0. Ich hätte nichts dagegen. Jetzt kommt er reingeflogen, Kopfball. Ja, da merkt man ja wieder die Unsicherheit. Ja, ja, da brannte es schon im Strafraum der Leverkusener. Und Stefano Meyer war da in den Kopfball gekommen, vor dem Torwart noch. Weil die Lufthoheit hat der Torwart von Leverkusen, Oliver Schnitzel, jetzt nicht. Müller greift den Torwart an, den er im letzten Moment noch vor ihm wegschlägt. Da war ein bisschen, hat sich ein bisschen viel Zeit gelassen, Leverkusen jetzt im Angriff. Aber ein ganz schwacher Ball. Da sollte wieder Naray über links außen geschickt werden. Der immer gesucht wird bei jedem Angriff eigentlich der Leverkusen. Aber der Ball war viel zu weit und völlig verunglückt. Ich weiß nicht, Tobi, hast du die Zeit genommen? Hast du einen genauen Überblick, wie weit wir sind? Das müssen wir dann. Das ist jetzt ein bisschen schwierig ohne die Spielzeituhr, die wir so gewohnt sind. Und auch die ganzen anderen Informationen, die wir so in der Regel bei unseren Radioreportagen mit über den Sender geben. Da darf sich das noch ein bisschen einspielen. Müller, ja, erst einmal rausgelegt, hat sich da behauptet gegen zwei. Jetzt kommt die Flanke in die Mitte, aber dann kann Becker die Kugel nicht kontrollieren. Im zweiten nachfassen, hätte es beinahe noch geklappt, aber dann ist er im Seitenaus oder Tor aus? Tor aus, Abschlag für Leverkusen. Die zweite Halbzeit, würde ich sagen, ja, noch keine ganz großen Aufreger dabei. Nö, eine Torchance von Leverkusen gab es, da hat Buadus einfach aus 5 Metern über den Ball gehauen. Also den hätten wir schon reinmachen können, das war ja schon eine 100-prozentige. Da hatte Naray den Ball über links außen gut reingebracht, gegen 3 Kickers-Spieler durchgesetzt. Von den Kickers kommt bisher in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen wenig. Keine größeren Torgelegenheiten, das Spiel ist jetzt ein bisschen ausgeglichener. Das ist wohl wahr, denn in der ersten Halbzeit hat der OFC doch ja, das Spiel deutlich dominiert. Luca Dürholz wieder im Mittelfeld, zentral für Leverkusen, spielt den Ball in die Mitte nach vorne auf Buadus, der aber wieder zurückspielt. Und Leverkusen lässt den Ball jetzt laufen in den eigenen Reihen. Das hat man in der ersten Halbzeit noch gar nicht gesehen, in der gegnerischen Hälfte, in unserer Kickershälfte, dass Leverkusen da so lange den Ball hat. Ja. Ja, und da wird es auch direkt. Ja, 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 da muss Stadovci sich lang machen. Hat die Kugel auch noch übers Tor.
buxiert. Und das, was du eben angedeutet hast, das wird hiermit auch deutlich. Der Bayer kommt einfach besser ins Spiel. Genau, die vierte Ecke jetzt schon für Leverkusen. Gut gehalten von Statovci, war schon wieder Naray, der wird jetzt diesmal nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten per Kopf gefährlich wurde. Ja, Kickers können klären, aber im Nachschuss der Ball ungefährlich hoch übers Tor. Ja, siebte Stockwerk. Kickers müssen jetzt darauf achten, dass sie wieder ein bisschen besser ins Spiel kommen. Jetzt, den Ball in jetzt können wir vielleicht gerade mal unseren Kameramann bitten, das imposante Bay-Arena-Stadion hier einzufangen. Im Zoom, da sieht man nochmal, wo wir denn hier genau sind. Also direkt hier unter den VIP-Räumen sozusagen. Da haben wir es wunderbar im Bild. Und ja, da geht es dann gleich auch weiter mit Statovci. Aber das soll nochmal gewechselt werden, sehe ich. Nee, Fleischer oder wer kriegt da noch Anweisungen? Genau. Leverkusen wechselt. Assis Bouadous, der Stürmer von Leverkusen, der so erfolgreich war in der Hinrunde, ist rausgegangen. Und die Nummer 2, Naray, geht raus, der eigentlich sehr viel Betrieb gemacht hat, jetzt vor allem in der zweiten Halbzeit, aber auch schon in der ersten Halbzeit, mit Abstand bester Mann war bei Leverkusen, gehen raus. Und die beiden verbleibenden Spieler, Bailey und Postic, kommen für Leverkusen mit. Und damit ist die Bank von Leverkusen leer, nur noch Bobel. Die werden also nicht mehr wechseln. Ja. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt wieder besser ins Spiel kommen, wenn Bouadous und vor allem Naray, der sehr gut gespielt hat, jetzt draußen sind. Inwieweit Leverkusen da jetzt noch in der Offensive gefährlich wird. Was hat er gesagt? Wie viele Minute? 67. 67. Spielminute ist es also. Also 16 Uhr ist fertig. Nee, 23 Minuten oben drauf, sind wir bei 55, 15:55. Ja. Wieder einer verletzt. Vielleicht können wir da noch mal kurz drauf gehen, Peter. Ja. So. Wer auf offenbarer Seite, das ist Jan Bickel. Das wäre natürlich jetzt ein Ding nach Sascha Korb und Benjamin Pintol, wenn er der dritte Verletzte wäre. Also der OFC erneut in Unterzahl. Führt unterm Strich noch verdient. Ich sage bewusst noch verdient, denn er hat in der ersten Halbzeit das Geschehen ganz klar dominiert. Allerdings in der zweiten Halbzeit zu Anfang ein ausgeglichenes Spiel. Jetzt würde ich sogar die Feldanteile beim Bayer sehen. Genau, zum dritten Mal die Kickers in Unterzahl. Dieses Mal ist aber die Spielverteilung so, dass Leverkusen die letzte Zeit am Drücker war. In der ersten Halbzeit hatten die Kickers trotz Unterzahl das Spiel noch ganz locker im Griff. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, denke ich mal. Leverkusen spielt über rechts sich durch. Es ist vor allen Dingen so, dass der Spielfluss, der in der ersten Halbzeit da war, der OFC hat ja das Spiel gemacht. Das kann man jetzt nicht behaupten. Jetzt muss man eher reagieren. Und da muss Statovci sich erneut lang machen. Ja. Und das zeigt eigentlich, dass das, was wir hier sagen, das unterstreicht es eigentlich. Der Bayer wird stärker, ist in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Jan Bickel kommt jetzt aber zurück, läuft noch nicht ganz rund. Nee, das sieht nicht gut aus. Leverkusen wird kurz ausgeführt. Flanke rein, schon wieder am... Ja, Leverkusen ist wieder am Ball, Kopfball aufs Tor, aber der war diesmal ungefährlich. Kickers laufen ein bisschen hinterher in der Defensive. Leverkusen kommt zu Chancen. Langer Ball von Statovci auf Müller, der den Ball mit der Brust auf Blacky Schwarz ablegt. Und über rechts versucht sich jetzt Mosch, aber der Ball springt ihm vom Fuß. Dass der OFC das Geschehen jetzt nicht mehr ganz so gut im Griff hat, lässt sich ja allein auch schon daran lesen, dass ja weder Endris noch Jasula noch Modica noch Pintol noch Becker, ich weiß nicht, ist Theo noch im Spiel? Theo ist noch im Spiel, genau. Marcel Wilke ist, glaube ich, raus, Sascha Korb ist raus. Also da hat es doch heftigen Aderlass gegeben. Aber wir müssen es ja so kommentieren, wie wir es sehen. Und so wie die Halbzeit 1 an den OFC ging, so ist der Bayer jetzt die spielstärkere Mannschaft, hat das Heft.
des Handelns in die Hand genommen. Ja, das ist Pagarada, so heißt er, mit der Nummer 14, auffällig auf der linken Seite. Aber schon sind wir wieder ganz links unterwegs. Ja, Bickel, schlimmer, Fehlpass, eröffnet dem Bayer die Möglichkeit. Allerdings erst einmal ein bisschen schlecht angenommen. Da kommen sie dennoch gefährlich. Und ganz ehrlich, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es hier klingelt, lieber Tobi. Genau, es war eine 4 gegen 4 Situation. Leverkusen hat sich als erstes ein bisschen viel Zeit gelassen, dann aber den Ball noch schön verteilt und eine gute Chance durch Durholz rausgespielt. Aber Statovci hält gut den Schuss aus, ca. 12 Metern würde ich sagen. Abschlag von den Kickers, die sich jetzt ein bisschen darauf konzentrieren müssen, den Ball in den eigenen Reihen mal zu halten, weil mittlerweile läuft das Spiel schon ziemlich genau andersrum wie in der ersten Halbzeit, nämlich Leverkusen bestimmt jetzt das Spiel, hat den ganze Zeit den Ballbesitz in unserer Hälfte und spielt sich eine Chance nach der anderen eigentlich raus. Aber es gäbe noch Möglichkeiten, grüselos zu werden, schreibt an fanradio@ofc.de, dann ja, sind wir gespannt, von wo ihr uns gerade hört oder seht und wen ihr grüßt, den Bayer, den OFC oder eben beide im Zuge der Fanfreundschaft. So, Leverkusen baut langsam auf, über den Torwart wieder und die Innenverteidiger, die in der ersten Halbzeit mit Abstand die meisten Ballkontakte hatten bei Leverkusen. Und Nico Perry mit einem Fehlpass, U20-Nationalspieler. Und der OFC, der wird jetzt gleich erneut auswechseln. Dann werden, das habe ich eben schon gesehen, Robin Scheu und auch Mojib Jamali noch ins Spiel eingreifen. Die beiden Youngster werden also belohnt für die gute Trainingsarbeit und ihre Leistungen im Rahmen der U19. Und ja. Die Kickers versuchen sich mal in der Offensive. Bonifer über die linke Seite, spielt aber zunächst zurück. Und die Kickers lassen jetzt mal den Ball im Mittelfeld laufen. Also ein ziemlich ungenauer Pass von Schulte in die Spitze, der abgefangen wird. Aber die Kickers wieder im Ballbesitz und versuchen wieder in Ruhe aufzubauen über Philipp Fleischer. Ja, wenn wir richtig gerechnet haben, dann sind jetzt noch so um die 17, 18 Minuten zu spielen. Ah ja, genau, das passt ja. Knapp 18 Minuten. Aber ganz ehrlich, es sieht eher nach dem Ausgleich aus. Naja, das war jetzt zwar kein böses Foul, aber ob der jetzt von alleine gefallen ist, ich weiß es nicht. Da war Leverkusen wieder über links durch. Bailey, der reinkam für den guten Naray, der mit den Leverkusen eigentlich alles gemacht hat in der Offensive. Hat man Sprint angezogen, wurde aber abgedrängt und lässt sich ein bisschen leicht fallen. Das war im 16er zwar, aber zu wenig für einen Elfer. Statovci mit dem Abschlag. Ja, über die Mittellinie. Bei 1,58,2341 kommt er runter. Und jetzt gibt es auch die Auswechslung. Rico Schmidt, der hat mehr oder weniger den Ball fast gefangen und sagt, Freunde, jetzt würde ich gerne noch meine zwei Youngster bringen. Sind wir mal gespannt, wenn wir auch mal genauer hinschauen. Denn das ist ja immer genau die Frage, Tobi, wie weit sind die noch entfernt? Auf der einen Seite spielt die A-Jugend auf allerhöchstem Niveau, andererseits ist der Sprung dann zur ersten Mannschaft doch immer so eine Sache. Genau, vor allem körperlich, denke ich mal. Bonifer wurde zur Halbzeit eingewechselt, ist jetzt aber schon wieder rausgegangen. Ja. Also hat nicht so lange gespielt heute. Und auch nicht allzu auffällig. Nee, da ist nicht so viel passiert über unsere linke Seite. Muss man aber auch einen Schutz nehmen, weil er über links außen der Offensive war und die Kickers eigentlich fast nichts mehr gemacht haben. Da wäre in der ersten Halbzeit dankbarer gewesen zu spielen, weil da die Kickers viel besser gestanden haben, vor allem mit Jasula und Wittke in der Mitte, die einen guten Job gemacht haben. Wir haben ja nur noch 15 Minuten. So, die Kickers verlagern das Spiel langsam in die Hälfte von Leverkusen. Kommen wir langsam wieder ein bisschen besser zurück ins Spiel. Kann ich noch mal fragen, weil es sind ja nur noch 15 Minuten zu spielen. Echt? Nur noch 15? 16. Und Luca Dürholz wieder am Ball. Ein, zwei Spieler. Der dem Spiel von Leverkusen in der zweiten Halbzeit jetzt ein bisschen mehr Struktur gibt. So, Katharina ist unterwegs, unsere Außenreporterin, die versucht jetzt, den ein oder anderen Spieler hier herzuholen ans Mikro. Dann würden wir einen kleinen fliegenden Wechsel machen.
Aber jetzt schauen wir mal, der Bayer noch am Ball. Ja. Naja, da dürfen sie hinspielen. In die Fanfreundschaftsecke. Da hat Leverkusen mal versucht, aus 20 bis 30 Metern abzuziehen, aber der Fernschuss geht ziemlich weit neben das Tor in den Fanblock eigentlich von Kickers und von Leverkusen. Zu unserem Neuzugang, Markus Müller, kann man eigentlich noch sagen, dass er die hohen Bälle, die da zu ihm ankommen, schön abschirmt, schön die Bälle hält. Bisschen unglücklich vor dem Tor war er da bei seiner einen Chance. Aber körperlich und zweikampfstark scheint er auf jeden Fall schon mal zu sein, macht Bälle gut vorne fest. Ja, der Andi Schierle schreibt, Hi, gute ihr Leute, wieder super Arbeit vom Fanradio. Ich grüße alle in Leverkusen und auch alle vom PC. Bayer und der OFC, das ist seine Botschaft. Euren Andi Schierle hiermit ausgerichtet. Wer es ihm gleich tun will, der kann schreiben an fanradio@ofc.de. Noch ist Zeit und ja, noch, Tobi, müssen wir eher... Ja, das 1:0 über die Runden bringen. Genau, jetzt die letzten 5 bis 10 Minuten sind die Kickers wieder ein bisschen besser im Spiel, machen ein bisschen was nach vorne, was am Ende, am Anfang der zweiten Halbzeit fast gar nicht mehr der Fall war. Aber wir müssen allgemein aufpassen, weil Leverkusen jetzt immer noch gefährlich bleibt, obwohl eigentlich die beiden besten Spieler mit Buadus und Naral ausgewechselt wurden. Aber auch bei uns hat es ja kräftigsten Aderlass gegeben mit Endris, Jasula, Modica, Pintol, Becker, Wilke und Korb. Wollen wir hoffen, dass da nichts Schlimmeres ist bei den Spielern, die sich da vorhin verletzt haben. Sascha Korb und Benjamin Pintol an dieser Stelle, ja, alle guten Genesungswünsche. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht noch was gleich erfährt. Vielleicht vom einen oder anderen Spieler. Dass es vielleicht dann doch nicht so schlimm wäre. Das wäre das, was wir gerne hören wollen. Aber jetzt der Bayer nochmal. Genau, Freistoß. Rocky und Jasula. Luca Dürholz steht schon wieder bereit. Rocky und Jasula. Ja, gut. Müssen wir jetzt mal aufpassen, dass da nichts passiert. Kurz ausgeführt, aber zu lang gespielt. Wäre eine gute Variante gewesen, weil da keiner von den Kickers so richtig aufgepasst hat. Da ist nur die Mauer hinterhergerannt, aber der Ball war viel zu weit gespielt, dass Luca Dürholz ihn nicht mehr erlaufen konnte. Und so gibt es wieder Abschlag von Fajim Statovci. Tja, der Herr der Lüfte, der Mann mit der Nummer 5, Giuliani Modica, der wird gleich hier bei unserem Mikrofon sein. Und dann wollen wir mal hören, was er zu sagen hat. Von der zweiten Halbzeit kann er eigentlich nicht viel berichten, denn da hat er nichts gesehen. Die Kickers haben ziemlich durchgewechselt. Theo wurde jetzt vor 5 Minuten ausgewechselt. Der hat noch am längsten noch mit durchgespielt. Also es hat keiner heute durchgespielt. Es wurde einmal komplett durchgewechselt. Und auch der Mann mit der Maske, Klaus Jasula, hat sich angekündigt, hier am Mikrofon Rede und Antwort zu stehen. So, im Moment passiert nicht so viel. Leverkusen versucht langsam das Spiel aufzubauen, hat viel Ballbesitz, jetzt aber ist in den letzten Minuten nicht mehr gefährlich geworden für unser Kickerstor. Ein hoher Ball über links außen, hat Kara nicht ganz aufgepasst, läuft gerade hinterher. Im Zweikampf jetzt in die Mitte verschoben das Spiel. Dürholz verlagert es wieder auf die rechte Seite und Schuss, aber ungefährlich. Peter, sicher gehalten von Statovci. Wenn es die Situation erlaubt, dann machst du nochmal hier drauf, dann, ne? Ja. wenn die dann kommt. Wenn der wirft kurz ab auf Stefano Meyer mit einem hohen, langen Ball, aber direkt auf in die Leverkusener reingespielt, die den Ball wieder hinten festmachen und sichern und über die Innenverteidiger wieder aufbauen. Alles in allem, wenn wir bis hierhin schon ein Fazit ziehen wollen, ja, so 11 Minuten vor Schluss, 2 unterschiedliche Halbzeiten in der ersten, hat der OFC klar das Geschehen dominiert, zu Recht 1:0 Führung gegangen, das trotz der beiden, ja, Ausfälle von Pintol und Sascha Korb verletzungsbedingt. Aber der Bayer hat sich aufgerappelt und ist in Halbzeit 2 das etwas bessere Team, wobei man sagen muss, dass das Spiel
ja, in den letzten 10 Minuten wieder recht ausgeglichen ist. Genau, die Kickers kommen wieder ein bisschen besser ins Spiel, lassen nicht mehr so viele Torchancen zu. Das Spiel ist jetzt bleibt jetzt meistens im Mittelfeld, nicht mehr ganz so auf Seiten von Leverkusen die Feldvorteile. In dieser zweiten Halbzeit spielt sich Luka Durhals von Leverkusen, da jetzt Kapitän ist in der zweiten Halbzeit in den Fokus, leitet seine Mannschaft da und führt sie über rechts durchgespielt von Leverkusen. Schöne Flanke in die Mitte, aber da ist niemand, da ist nur Cenkar, der den Ball klären kann, aber nicht weit genug, sodass Leverkusen wieder in Ballbesitz ist. Tovabo im 16er bei den Kickers und jetzt kann der Ball geklärt werden. Ja, ja, ja. Aber das zeigt schon, dass es schwieriger geworden ist als in Halbzeit Nummer 1, ganz klar. Da müssen sie sich da hinten schon ganz schön lang machen. Und eben hat er die Kugel einfach mal so richtig rausgebrotzt. Nicht die schlechteste Idee, wenn man unter Druck steht. Genau. Bürholz schon wieder am Ball für Leverkusen. Und die Leverkusener verlagern das Spiel auf die linke Seite. Wieder eine kleine Drangphase jetzt langsam von Leverkusen. Jetzt nochmal versuchen, den Ausgleich herbeizuführen. Kickers laufen gerade ein bisschen hinterher. Laufen ein bisschen zu spät an. Ja, man hat den Eindruck, die gewinnen zunehmend an Sicherheit. Ne? Diese langen Crossbälle kommen jetzt auch an. Auch wenn sie jetzt nicht die ganz große Torgefährlichkeit ausstrahlen. Jetzt kommt es gleich zu dem Wechsel. Modica ist da. Und so, Giuliano Modica ist jetzt bei uns. Dafür erstmal herzlichen Dank. Dir geht's gut, du bist recht warm. Wir haben frieren ein bisschen, sind hier merkwürdig eingemummelt. Aber ja, in der ersten Halbzeit, das sah doch ganz gut aus, was ihr da gespielt habt. Und ich denke, ihr seid, das haben wir jetzt mehrfach gesagt, zu Recht 1-0 in Führung gegangen. Was du wahrscheinlich nicht weißt, in der zweiten Halbzeit gibt es einen Plus für den Bayer. Wie siehst du es? Ja, also ich denke mal, wir haben auch gut gespielt, wie du es schon gesagt hast. Man merkt halt, dass wir halt müde Beine haben von den letzten Trainingseinheiten. Haben sehr viel trainiert, teilweise dreimal am Tag mit Spinning-Einheiten im Fitnessstudio, im Enjoy und viele Krafteinheiten. Also, aber ich denke mal, generell können wir zufrieden sein und ja. Wichtigste Frage vielleicht für uns jetzt, für die Zuschauer am Web-TV. Hast du irgendeine Information, wie es den beiden Verletzten geht, Benjamin Pintol und Sascha Korb, die ja in der ersten Halbzeit schon ausscheiden mussten, verletzungsbedingt? Ja, ich weiß nur, dass der Benny, also es war ein Schlag, also soweit ich weiß, hat sich da nichts verdreht oder sonstiges, also nur ein Schlag. Und ja, beim Sascha hat es kurz geknackt, also, aber ich will da jetzt nichts Falsches sagen oder so, also lieber halte ich mich da raus. Beim Sascha, denke ich, war ja überhaupt keine Gegnereinwirkung mit dabei. Das, genau. Beim Pintol vorne sah es vielleicht schon ein bisschen anders aus, oder? Ja, genau. Also wie gesagt, es war Knie an Knie. Hoffen wir mal, dass nichts Schlimmes passiert ist. So, und ihr seid jetzt mitten im Stressprogramm. Jetzt schauen wir aber mal, der OFC unterwegs auf der linken Seite. Vielleicht jetzt doch mal ein Entlastungsangriff, denn der Bayer, der setzt uns zu. Auch wenn es nach wie vor noch 1-0 steht für den OFC. Aber das war jetzt nicht von Erfolg gekrönt. Ja, ihr seid mitten im Stressprogramm sozusagen. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Jetzt heute das Spiel nochmal, dann gegen Köln. Und dann soll es ja ein bisschen etwas ruhiger werden, oder? Ja, genau. Wir haben ja viel früher angefangen als viele andere Vereine in der Liga. Deswegen hatten wir das so ausgemacht, dass in der Vorbereitung dazwischen halt nochmal eine kleine Pause kriegen. Ja, und das wird dann halt nach dem Köln-Spiel sein. Und ich denke mal, kommt auch ganz gut und gelegen. Für die Muskulatur noch mal ein bisschen auszuruhen und dann noch mal mit Frische wieder anzufangen. Wie geht's dir? Körperlich, gesundheitlich so? Ja, also wie gesagt, ein bisschen müde Beine, aber sonst generell geht's mir super. Dann wünsche ich dir alles Gute, auf dass wir eine tolle Rückrunde haben und vielen herzlichen Dank, dass du hier bei uns warst. Dankeschön. Danke dir. Euch auch. Dann machen wir gleich einen fliegenden Wechsel. Klaus Jasula, der kommt jetzt zu uns ans Mikrofon. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen was hören konntest. Hallo, schön, dass du bei uns bist. Jetzt musstet ihr eben die ganze Zeit dort hinten noch, ja, was habt ihr eigentlich da getrieben? Wir haben jetzt so ein bisschen ausgelaufen und ja, die Muskeln ein bisschen locker gemacht, weil ja, war eine anstrengende Woche und für die Busfahrt tut es ganz gut eigentlich. Okay,
Ja, von der zweiten Halbzeit habt ihr nicht allzu viel mitbekommen, aber in der ersten, das sah doch richtig, richtig ordentlich aus, was ihr da gespielt habt. Ja, auf jeden Fall. Also die Mannschaft ist echt müde, sag ich mal, weil wir haben echt viel gemacht diese Woche und für die Bedingungen war das echt also sehr ordentlich, ja. Hast du nähere Informationen, was die beiden Verletzten angeht, Korb und Pintol? Nee, da kann ich nur genauso viel wie der Giuliano sagen, also ich denke mal, morgen, spätestens morgen, wird man da genaueres wissen. Okay. Wie sieht das aus? Hast du auch schwere Beine? Giuliano hat es eben gesagt, das ist schon heftig, was da momentan so abgeht. Dreimal Training? Auf jeden Fall, ja. Also die Beine sind sehr schwer und wie ihr schon besprochen hattet, kommt die tägige Pause da von 4-5 Tagen ganz gelegen. Und ja, da kann man sich wieder ein bisschen ausruhen und dann wieder frisch zurückkommen. Was müssen wir jetzt noch erwarten? Gibt es da irgendwie schon eine klare Ansage, wie der Trainer jetzt die Tests gestalten will? Also jetzt gegen Viktoria Köln. Wird das ähnlich sein wie heute hier oder versucht er dann immer mehr so eine Stammformation erstmal ins Rennen zu schicken? Also ich denke mal, dass der jeden Spieler am Anfang erstmal spielen lassen will und sich auch selber vom Fitnesszustand überzeugen will. Aber ja, ich denke mal, wenn es gegen Gegner geht, die auf Augenhöhe sind, will er schon, also nicht untergehen, sage ich mal. Da will er schon die Mannschaft spielen lassen, von der er halt sehr überzeugt ist. Aber er will auch beide Halbzeiten, er wechselt ja immer zur Halbzeit sehr viele Spieler aus. Da will er halt auch meistens beide Halbzeiten gleich gestalten. Also nicht, dass jetzt eine ganz starke Mannschaft und eine schwächere Mannschaft. Und jetzt habt ihr ja nicht nur die Schlagzahl erhöht, was die Trainingseinheiten angeht, sondern es ist ja auch ein bisschen was anderes gemacht worden. Also da kam der Laktattest, dann war die im Fitnessstudio. Ja, wie siehst du das? Ist das eine willkommene Abwechslung oder eher so ein besonderes Knüppeln? Ja, es ist schon hart. Also man kennt solche Trainingseinheiten ja jetzt nicht. Alltäglich hat man sowas ja nicht und ja, ist schwierig, aber... Also es war nicht so, dass ihr ins Fitnessstudio gehen durfte und jeder darf mal auf sein Spaßinstrument klettern, wie er gerade Lust hat, sondern da gab es schon ein Programm, oder wie? Genau, genau. Also das ist ja gemein. Genau, richtig gemein. Ja, wir haben also auch schon 2-3 Mal jetzt einen Spinningkurs gemacht. Der ging ziemlich in die Beine und auch so Workouts, die, ja, ein anderes Training, da belastet man den Körper halt ein bisschen anders, aber ist sehr anspruchsvoll. Gut, dann würde ich sagen, wünsche ich auch dir alles Gute und wenn du ganz, ganz viel Spaß hast in der Rückrunde, dann habe ich auch viel Spaß. Alles klar, danke dir. Ciao, ciao. Das war Klaus Jasula und auch, ja, unseren Herren der Lüfte, Modica, der noch hier abschließend im Gespräch ist mit Tobi. Aber da ist er wieder, Tobi, und er hat so in der Zwischenzeit auch so ein bisschen aufs Spiel geschaut. Aber so Weltbewegendes gab es nicht. Insofern waren wir genau richtig am Ball mit den Interviews. Genau, das war ein perfektes Timing, weil eigentlich quasi nichts passiert ist in der Zwischenzeit. Nichts Weltbewegendes. Ist ganz gut, weil jetzt nicht mehr lang zu spielen ist, vielleicht noch so 3 Minuten plus Nachspielzeit. Aber eigentlich dürfte da auch nicht mehr so viel nachgespielt werden. Immer noch 1-0 für die Kickers. Abstoß wieder von Statovci. Und vereinzelte Kickersgesänge sind zu hören. Ja, 2 Fanblöcke haben sich jetzt gebildet, die sich wechselseitig zusingen. Aber gut, alles in allem bei herrlichem Sonnenschein ein gelungener Test, ich finde, für beide Mannschaften. Unter hervorragenden Rahmenbedingungen, sonnig, nicht zu kalt, wenn auch sehr windig, zumindest für uns hier oben auf dem Reporterstand. Vielleicht der OFC nochmal mit einer Möglichkeit, aber man merkt schon so ein bisschen, die Luft ist raus. Genau, durch die vielen Wechsel auch vor allem auf unserer Seite. Es war jetzt nicht mehr so eingespielt wie in der ersten Halbzeit, wo vor allem auch Modikan und Jasula, unsere Mitwilke, unsere beiden Interviewgäste eben da hinten eigentlich alles sicher gemacht haben, da ist eigentlich nichts angebrannt. Da hat man jetzt im zweiten Durchgang schon einen kleinen Unterschied gesehen, dass es jetzt nicht mehr so eingespielt war von unserer Seite. Es konnte Leverkusen dann ein bisschen ausnutzen, hatte ein paar Torchancen. Durch Buadus eigentlich auch eine 100%ige aus 5 Metern, wo er über den Ball gehauen hat. Aber jetzt die letzten 10 Minuten ist eigentlich nichts mehr Richtiges passiert. War ein kleines Foul hier von Leverkusen mit einem Wortgefecht hier. Jetzt wird's da hinten noch ein bisschen knifflig. Kommt noch mal ein bisschen Stimmung auf. Ja, und ich hätte noch Grüße. Moritz Becker schreibt, Grüße aus Nordhessen und den OFC. Und danke für die Übertragung, das hat ihm wohl sehr gefallen. So, auf diese Art und Weise wollen wir auch in Köln übertragen. Tobi wird auch wieder dabei sein. Das freut mich mit all seiner Fachkompetenz, die er da einbringt.
Das Einzige, es wird ein bisschen schwierig zeitlich für uns, weil ich am Vormittag noch Termine habe und dann müssen wir irgendwie nach Köln beamen. Wie wir das genau anstellen, wissen wir nicht. Aber jetzt die Möglichkeit. Beinahe hätte es dann doch nochmal gescheppert. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten gewesen, aber wir hätten es gerne mitgenommen. Genau, klar. Schöne Flanke war das auf Müller, unser Neuzugang, der eigentlich aus dem Stand einen schönen Kopfball auf den ersten Pfosten dann wieder gegen die Laufrichtung vom Torwart macht. Aber der Torwart diesmal schön gehalten. Aber da hat man schon die von ihm selbst angesprochene Kopfballstärke gesehen von Müller. Guter Kopfball von ihm. Ja. Resultiert eine Ecke daraus, die kurz ausgeführt wird auf Kara. Und da haben wir wieder den Neigungswinkel für den geneigten Zuschauer, wie es unser Kameramann vorhin so schön treffend hier formuliert hat, was das Kamerabild angeht. Das ist hier den technischen Umständen geschuldet. Aber das macht gar nichts. Das hat dennoch Spaß gemacht. Greife ich einfach mal das Fazit hier vorweg. Und es war ein sehr, sehr ordentliches Spielchen. Und die eigentliche Frage ist nicht, wer hier vielleicht dann doch mit 1-0 gewinnt oder ob es unentschieden ausgeht. Die eigentliche Frage wird eigentlich nur sein, was ist mit Pintol und mit Sascha Korb? Wie schwerwiegend sind die Verletzungen? Jetzt hat der OFC doch nochmal Lunde gerochen, oder? Ja, schöne, gute Situation. Jetzt in Überzahl waren die Kickers da, aber schlechtes Zuspiel, weil Müller fängt den Ball auf und will nochmal nach vorne spielen, abgeblockt, aber der Ball ist wieder hinten in den eigenen Reihen von Kickers. Hätte man ein bisschen besser ausspielen können. Es war eine Überzahlsituation nochmal für die Kickers. Wenn jetzt gerade die letzten Minuten anbrechen, das Spiel müsste eigentlich jede Minute zu Ende sein. Ja, gefühlt habe ich schon eine Minute über die Zeit, aber wenn Bayer und der OFC unter herrlichem Sonnenschein spielen, dann sollte man auch ein bisschen spielen lassen. Jetzt die Möglichkeit zum 2-0, aber vielleicht ein bisschen weit. Ja, schauen wir, wie sie es zu Ende spielen. Ja, da haben sie es sehr kompliziert gemacht. Und jetzt ist auch das Spiel zu Ende, oder? Ist es zu Ende? Nein, ist nicht zu Ende. Freischuss. Der hat so lange gepfiffen, ich dachte, das wäre schon der Abpfiff. Das war nochmal ein schöner Pass von Bickel, der dann doch ein bisschen zu weit war. Aber das waren jetzt nochmal ein paar offensive Akzente von den Kickers und da ist der Abpfiff. Jetzt ist es soweit. 1-0 gewinnt Kickers Offenbach hier im Ulrich-Haberland-Stadion bei den Fanfreunden von Bayer 04 Leverkusen. Wir verabschieden uns. Am Mikro sagt Tschüss Lars Kissner und Tobi Bach.